Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie aufs Allerherzlichste zurück hier ins laufende Programm von Pearl TV und ich freue mich sehr darauf, Ihnen einen sehr ungewöhnlichen, einen sehr außergewöhnlichen, aber einen durchaus praktischen Artikel aus unserem Sortiment vorstellen zu dürfen. Ein Artikel, den ich Ihnen vor einigen Monaten schon mal mit dem Kollegen Walter Freiwald gezeigt habe und den ich aufgrund dieser Präsentation also auch mit nach Hause genommen habe. Sehr zur Freude übrigens meiner Frau, denn meine Frau ist eine begeisterte Bäckerin. Dadurch genießen mein Sohn und ich natürlich immer wieder die Backkünste meiner Frau, zumal sie also auch immer ein Händchen dafür hat, tatsächlich also auch die ganzen gebackten Sachen oder die ganzen gebackenen Sachen tatsächlich auch vernünftig zu dekorieren. Und das, was da sehr, sehr häufig in letzter Zeit zum Einsatz kommt, das ist unser Apfelschäler bzw. ein Apfelschneider. Eigentlich kann man sagen, wir haben hier ein Gerät, was drei Geräte in einem vereint. Das heißt, zum einen haben Sie einen Apfelschäler, Sie haben aber gleichzeitig auch einen Apfelschneider und, als wenn das noch nicht genug wäre, wird auch der Apfelkitsch automatisch entfernt und das wirklich in Sekundenschnelle. Da haben wir das gute Stück auch schon, beißt sich ein bisschen von der Farbe mit dem Grün der Äpfel, deswegen zeige ich Ihnen das gute Stück noch einfach mal ein Stück weit in Aktion. Ich habe den jetzt hier schon festgemacht, denn damit der auch vernünftig steht, vernünftig hält, beispielsweise auf einem glatten Tisch oder auf einer Küchenanrichte zum Beispiel, ist es einfach wichtig, dass der diesen Saugfuß hat, natürlich mit diesem Arretierungshebel, das heißt, der hält also wirklich richtig fest. So, und alles, was Sie jetzt noch machen müssen, ist quasi den Apfel aufstecken, so, einmal drauf und jetzt wird eigentlich nur noch gekurbelt. Und jetzt achten Sie mal drauf, was passiert. Das kann man wesentlich schneller machen, aber damit Sie mal sehen, wie die Maschine eigentlich arbeitet hier, mache ich es mal etwas langsamer, damit Sie das mal sehen können hier. Es ist nicht unbedingt ein Sparschäler, das sage ich Ihnen ganz ehrlich einfach mal mit dazu. Na, Moment, du bleibst mal hier. Der sollte sich schon zentrieren. Jawohl, da haben wir es. So, manchmal muss man ein bisschen nachhelfen. So, und jetzt kann man tatsächlich, hoppala, jetzt kann man tatsächlich hier mal richtig Feuer geben und den Apfel entsprechend schälen. Zum einen sieht man jetzt schon, wie die Schale sich ganz klar von diesem Apfel löst. Zum anderen sehen Sie aber auch schon durch das zweite Messer, dass der Kitsch hier tatsächlich durch ist. So, jetzt haben wir den Apfel einmal durch. Jetzt kann man hier die Schale mal wegnehmen. Das alleine ist natürlich hier schon mal ein super schönes Dekorationselement, zum Beispiel mal für ein Buffet, wenn Sie jetzt Gäste eingeladen haben oder wenn Sie so einfach mal ein Stück weit dekorieren möchten. Das zum einen, ja, das lasse ich einfach mal hier daneben liegen. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne das Ergebnis vom Apfel mal zeigen. Ich mache das etwas vorsichtiger. So, da haben wir es. Und das ist jetzt hier quasi der Ziehharmonika-Apfel. Gucken wir mal hier. Ist das nicht super? Ja. Ist natürlich als Dekoration wirklich perfekt geeignet. Schauen Sie sich das an hier. Und der Apfelkitsch ist ebenfalls bereits entfernt. Dafür drehe ich es mal eben. Denn der Apfelkitsch ist hier tatsächlich noch an der Maschine dran. Ist ein bisschen undankbar, weil der etwas feuchter ist. Komm da raus. So. Und da haben wir den. Das heißt, der komplette Apfelkitsch mit den Kernen ist also entsprechend entfernt. Und das finde ich einfach super. Es macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Ob Sie es jetzt so im Ganzen lassen und damit Ihre Speisen beispielsweise im Rahmen eines Buffets dekorieren, das ist eine Sache. Sie können natürlich auch jetzt jederzeit hingehen und zum Beispiel jetzt hier mal diese kleinen Kringel einfach mal nehmen, um sie beispielsweise auch mal auf einem Kuchen zu platzieren. Na, komm her, du. So. Dass man hier die kleinen Stückchen hat. Ich finde das einfach super. Und so macht meine Frau das zum Beispiel auch. Hier haben sie wirklich perfekt und vor allen Dingen einheitlich geschnittene Apfelringe, womit sie jetzt jeden Kuchen hervorragend dekorieren können, wo sie natürlich auch als Zutat das Ganze mit dazu packen können. Also ich finde es richtig schön. Begeistert bin ich ehrlich gesagt hier von dieser Ziehharmonika-Optik. Ja, finde ich einfach klasse. Geht natürlich nicht nur mit Äpfeln, funktioniert auch mit anderen Obstsorten, funktioniert übrigens auch mit Birnen, das funktioniert auch mit Kartoffeln zum Beispiel. Wenn ich gleich noch die Zeit habe, zeige ich Ihnen auch das gerne nochmal. Funktioniert eigentlich mit nahezu jedem einzelnen Obst, auch mit Orangen haben wir es schon ausprobiert. Ist also wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Dem Dekorieren sind da also wirklich keine Grenzen mehr gesetzt. Wenn wir uns das Gerät oder die Maschine mal im Ganzen anschauen, dann werden wir feststellen, dass wir hier zwei Messer haben. Ja, ein Messer, was wir hier haben, was man natürlich auch selber justieren kann, je nach Größe der Frucht zum Beispiel oder je nach Größe des Obstes, was Sie hier von der Schale und vom Kitsch entfernen möchten. Ein zweites Messer haben wir hier an dieser Stelle, ist alles aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Das heißt, es lässt sich natürlich auch nach erfolgreicher Handhabung denkbar einfach reinigen, einfach unter fließend Wasser halten. Dann haben Sie Ihren Schäler tatsächlich auch schon wieder sauber. So, jetzt möchte ich Ihnen ganz gerne nochmal den Apfel kurz zeigen, damit wir uns vielleicht nochmal ein Beispiel anschauen können. So, Moment, der kann einrasten hier, genau so ist es. Und jetzt schnappe ich mir einfach nochmal so einen Apfel hier. Und Sie sehen, wie einfach das tatsächlich funktioniert. Der Apfel wird einfach nur draufgesteckt, so, und dann wird gedreht in die richtige Richtung. Und jetzt gucken wir mal, was mit diesem Apfel hier passiert. So,
Alleine zuzuschauen hier, wie sich hier die Schale vom Apfel löst und das in dieser Gleichmäßigkeit, das ist wirklich schon richtig klasse. Hier muss man manchmal ein bisschen gucken, dass der tatsächlich da reinpasst. So. So. Weil ich sag mal, so ein Apfel ist ja manchmal etwas undankbar, alleine von der Größe her. Ja, ich glaube, das geht in die Hose, was ich hier gerade vorhab. Na? Na, passt es so? Drehen wir mal weiter. Na, ich glaube, hier mit diesem Apfel hat es nicht ganz funktioniert. Der war ein bisschen in der Unwucht drin. So, drehen wir es trotzdem mal weiter durch. Jawohl, da haben wir es. So. Und dann haben wir hier wieder die Schale sehr, sehr schön gemacht. Und hier natürlich entsprechend den Apfel drauf. Also Sie sehen, es geht natürlich wesentlich schneller. Ich mache es nur bewusst einfach etwas langsamer, damit Sie das auch ein Stück weit verfolgen können. Es ist natürlich auch mal ein richtig schönes Küchenutensil. Wenn man jetzt diese modernen Küchenutensilien tatsächlich mal hat, die sind ja doch meistens relativ klinisch, häufig in weiß gemacht und recht statisch auch von der Aufmachung her. Das sieht meines Erachtens eher so ein Stück weit aus wie so ein Küchengerät, was man so im letzten Jahrhundert, im letzten Jahrtausend vielleicht verwendet hat. Also es ist wirklich schon richtig klasse, alleine von der Optik her. Vielleicht ist der ein oder andere von Ihnen auch noch etwas rustikaler eingerichtet. Da passt so ein Küchenutensil natürlich hervorragend auch in die Optik mit hinein. Aber auch für die modernen Küchen, die man heutzutage hat, die auch etwas statischer, etwas klinischer, reiner aussehen, so von der Ausrichtung her, ist das mal ein schöner Kontrast vielleicht zu dem, was man normalerweise an anderer Stelle tatsächlich hat. So, jetzt komm du mal runter hier, du Apfel. Jetzt gucken wir einfach mal, wie das hier mit den Kartoffeln funktioniert. So, den mache ich mir mal etwas rein. So, jetzt schnappen wir uns mal so eine Kartoffel. Denn da sage ich Ihnen ganz ehrlich, habe ich schon die wildesten Geschichten erlebt, speziell mit meinem Sohnemann. Wenn es da irgendwie ans Frittieren rangeht zum Beispiel, da kann man also nicht wilde Geschichten genug machen. Das macht einfach Spaß, egal ob das irgendwelche Figürchen sind zum Beispiel, aus irgendwelchen Comics oder irgendwelche anderen Sachen, die man dazu packt. Da haben Kinder einfach ihre helle Freude dran. Hier muss man wirklich schauen, dass es passt. So, und dann wird eigentlich nur noch gedreht. So, und jetzt gucken wir mal. Wenn Sie nämlich hier das Ergebnis jetzt hier in Form dieser Kringel, die ich Ihnen gleich noch zeigen werde, dann so in die Fritteuse gibt oder einfach in den Backofen hinein, ist das für Kinder ein wahres Vergnügen, damit ein Stück weit zu spielen. Sie werden sicherlich auch etwas mehr essen, als Sie das vielleicht normalerweise an anderer Stelle tun. Das ist schon super. So, jetzt schauen Sie mal hier. Komm hier. Schon klasse, oder? Jetzt hat natürlich eine Kartoffel keinen Kitsch, also keine Kerne innen drin. Aber trotzdem finde ich es super. Ich lege es einfach mal mit dazu. Auch hier kann man jetzt tatsächlich hingehen und das ganze Gebilde einfach in die Fritteuse reinwerfen. Oder natürlich auch mal das ein oder andere damit dekorieren, das ein oder andere damit garnieren. Also es ist schon richtig klasse hier. Und von der Bedienung her, glaube ich, ist das Küchengerät denkbar einfach erklärt. Sie haben es gesehen. Also da steckt nun wirklich keine Wissenschaft dahinter. Ein sehr, sehr schönes Teil. Jetzt sollten wir über den Preis sprechen. Normalerweise liegt der unverbindliche empfohlene Verkaufspreis seitens des Herstellers bei knapp 30 Euro. Das ist per se schon ein sehr, sehr günstiger Preis, finde ich, für die vollwertige Edelstahlausstattung dieses Küchengeräts hier. Wir bieten es Ihnen bei Pearl aber noch deutlich günstiger an. Das heißt, wir kommen hier auf einen Preis von unter 13 Euro und das macht das Küchengerät natürlich nicht nur für Sie persönlich sehr interessant, ist bestimmt auch mal eine sehr, sehr schöne Geschenkidee. Vielleicht auch hier und da mal ein Gag für einen geübten Koch zum Beispiel, der normalerweise mit dem Sparschäler seine Kartoffeln oder seine Äpfel von der Schale befreit. Also ich denke, da sind verschiedenste Möglichkeiten ohne weiteres drin. Denken Sie mal in Ruhe drüber nach, für Sie persönlich oder vielleicht auch mal als schöne dekorative Geschenkidee. Unser Profi-Apfelschäler und gleichzeitig auch Apfelschneider und auch das Gerät, was hier den Apfel Kitsch gleich schon mit rausnimmt, hat bei uns die Bestellnummer PE4873 und die 569. Der Preis liegt bei unter 13 Euro. Nochmal bitte für Sie eine komplette Edelstahlausstattung. Sie können natürlich beide Messer, Sie können das komplette Gerät mehr oder weniger auseinandernehmen. Gereinigt ist es in Windeseile, einfach nur unter fließend Wasser halten. Der Rest kann locker abtrocknen. Ist natürlich komplett rostfrei, ist vor allen Dingen auch geschmacks- und geruchsneutral. Das heißt also auch für die Herrschaften, die auf diese Dinge Wert legen, bestens geeignet. So, für unter 13 Euro, für Sie persönlich, für Ihre Küche, für Ihre Kuchenaktionen. Es geht jetzt in den Herbst hinein, da wird ganz gerne wieder gebacken. Das ist einfach so, bei uns in der Familie zumindest, wird bei Ihnen wahrscheinlich nicht anders sein. Im Hochsommer bei 30 Grad macht man das nicht. Aber im Winter, wenn es draußen kalt ist, vielleicht noch schneit, dann wird gebacken, dann macht man sich eine leckere Tasse Kaffee oder Kakao dazu. Und dann sind solche Deko-Elemente natürlich genau das Richtige. Greifen Sie zu, PE4873 und die 569. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß damit.